Deine innovative Ader hat die Aufmerksamkeit von Dan McLoop, dem Gründer eines lokalen Fliegerclubs, auf sich gezogen. Dan fliegt auf alle Dinge, die nur irgendwie in die Luft gehen können. Versorge ihn mit neuen Flugobjekten, die ihn und die Mitglieder seines Fliegerclubs begeistern werden. Und schnall dich bloß an. Damit sind wir im 7. Level der Kampagne von Good Company im Early Access angekommen und wie immer haben wir 3 Levelziele zu erfüllen. Verkaufe mindestens 30 Kameradrohnen mit Abwärme- und Lärmerzeugung unter oder gleich 0,1, das Ganze pro Monat. Dann verkaufe mindestens 30 Kameradrohnen pro Monat mit einer Datenübertragung von mindestens 2,0. Und zu guter Letzt verkaufe mindestens 30 Kameradrohnen pro Monat mit einer Mobilität von mindestens 1,5. Und ihr könnt sehen, dass ich das erste Levelziel schon erreicht habe, aber in dem Versuch habe ich die Firma danach zielsicher in den Abgrund geführt. Und da das Ganze mittlerweile relativ schwer wird, kann ich das Ganze auch nicht mehr blind let's playen, da kommt einfach nichts mehr bei rum. Wir starten also neu und gucken mal, was uns erwartet. So, wir machen erstmal Pause und gucken, was der Dan zu sagen hat. Willkommen im berühmten Flying Aces Hauptquartier. Es ist zugegebenermaßen etwas in Vergessenheit geraten und es hat schon bessere Tage gesehen. Aber andererseits haben wir hier viel Platz. Na, das ist ja ein Anblick. Ich wusste nicht, dass die berühmten Flying Aces hier ihren Ursprung haben. Ich muss sagen, ich bin tief beeindruckt von deinen Lieferdrohnen. Sicher und fliegend. Das ist ziemlich ungewöhnlich aus der Perspektive unseres Clubs. Die Clubmitglieder und ich möchten diesem alten Flugplatz wirklich wieder Leben einhauchen. Wir wollen sehen, dass die Flugzeuge hier wieder abheben. Aber bevor ich dich in unsere Sondermission einweihe, sollten wir dein Unternehmen auf die Startbahn bringen. Wir werden einige dieser ausgefallenen Lieferdrohnen auf den Markt bringen. Bereit zum Start? Nun, Lieferdrohnen sind im Moment eine sichere Sache. Aber was meint er mit Sondermission? Das werden wir rausfinden. Und wir gucken uns erstmal an, was wir genau machen müssen. Verkaufen Sie mindestens 5 Lieferdrohnen pro Woche. Okay, keine weiteren Anforderungen, das ist schon mal gut. Wir gucken uns mal an, was wir hier vorfinden. Wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Forschung, hier haben wir Analytik, hier haben wir Metallteile, die hergestellt werden, hier kleine Fächer, hier ist die einfache Mittelwellenfunkverbindung, Plastik, Batterien, Faltkreise, Leiterplatten, kleine und mittlere Elektromotoren und hier hinten haben wir 2 Montagetische. Hier ist auch schon ein Produkt drauf, das ist Flying Jack, unsere Lieferdrohne. Personal haben wir noch nicht. Wir brauchen 4 Sachen, um Flying Jack produzieren zu können. Das kleine Fach, den mittleren Elektromotor, die einfache Mittelwellenfunkverbindung und den hölzernen Robotergehäuserahmen. Und wir gucken uns einfach mal an, ob wir das alles schon haben. Gehen dafür mal in die Logistikeinstellung. Und dann werden wir mal gucken, welche Fiesheiten hier eingebaut sind, wo Fehlerchen lauern oder Dinge, die wir richtig stellen müssen. Wir fangen einfach mal an, gucken uns das Regal an. Flying Jack wird, wie ihr sehen könnt, automatisch in den Verkauf gebracht von dem Tisch. Hier haben wir das kleine Lagerregal. Da kommen 5 Sachen an oder es sind für 5 Gegenständefelder vorgesehen, aber wir brauchen nur 4. Und das waren das kleine Fach, der mittlere Elektromotor, die einfache Mittelwellenfunkverbindung und der hölzerne Robotergehäuserahmen. Die verbesserte Batteriezelle, die wird von nirgendwo angeliefert, hat aber ein Fach blockiert, das heißt, da liegen welche wohl auf dem Regal. Die kommt von hier, geht aber komplett in den Ausgang zum Verkauf, also keine Lieferung hierüber, wir brauchen sie hier auch nicht, das ist soweit schon mal gut. Das heißt, wir können sie vom Regal nehmen, verkaufen und diesen Logistikplatz freimachen. Das zur verbesserten Batteriezelle. Fangen wir mit dem kleinen Fach an. Das sollte eigentlich von hier unten kommen, aber scheinbar fehlt die Logistikverbindung. Es gibt aber eine hier rüber zu den Analysetischen, das heißt, die werden analysiert für Forschungszwecke. Das ist soweit okay, aber sie sollen auch zum Bau genutzt werden. Und am Anfang wird das wohl für beides reichen, denn wir brauchen ja nur 5 Stück pro Woche. Und der Tisch ist durchaus in der Lage, mehr zu produzieren. Okay. Der Motor wird hier hergestellt, geht auf das Regal und von dem Regal auf dieses, das ist gut, und in den Verkauf, das wollen wir nicht. Der soll jetzt hier für die Produktion verwendet werden. Nächstes Ding ist die einfache Mittelwellenfunkverbindung, ich stolper immer wieder drüber, wird hier hergestellt, geht hier auf den Tisch, geht von dort
in den Verkauf und aufs Regal. Jetzt nur noch aufs Regal, das ist also gut. Und dann fehlt uns der hölzerne Roboter-Gehäuserahmen. Und den müssen wir produzieren. Da gucken wir mal, ob wir den, upsala, bei der Standardwerkbank finden. Und da ist er auch. Bau das einfach mal hier auf, weil wir hier Platz haben. Da legen wir ihn mal drauf. Wir brauchen veredeltes Holz, Metallkleinteile und Metallrahmen. Die Rahmen kriegen wir hier unten noch nicht. Die werden auch an der Standardwerkbank hergestellt. Das veredelte Holz auch. Und dann können wir eigentlich noch zwei Tische aufstellen. Und loslegen, würde ich sagen. Also hier machen wir den Metallrahmen hin. Hier das veredelte Holz. Dann brauchen wir noch ein mittleres Regal. Richtig rum aufgestellt. Gucken wir mal. Liegt auch im Bereich des Logistikpunktes. Das ist gut. Dann machen wir da ein bisschen Logistikverbindungen hin. Und gucken mal, was benötigt wird. Der Rahmen geht direkt rüber. Wunderbar. Wir brauchen Metallstäbe. Die sind hier, gehen auf den Tisch. Und interessanterweise von hier auf dieses Regal. Und das ist ein zentrales Umverteilungsregal. Einerseits, wie ihr sehen könnt, für alle Rohstoffe und für ein paar Module, die hier hergestellt werden. Wir gehen jetzt aber nicht den Weg, das von dem Regal hier rüber zu holen, sondern wir machen das direkt. Einmal von hier, dahin und mit den Schrauben machen wir genau das Gleiche. So. Dann brauchen wir noch Chemikalien und Holz. Wir gucken mal, ob die eingekauft werden. Chemikalien ja, Holz nein. Also nehmen wir das Holz hinzu. Nehmen die Verbindung, ziehen sie hier rüber und machen das einmal so. Dann ist auch alles gut und jetzt haben wir hier noch ein paar Regale, wo irgendwas nicht in Ordnung ist. Die laufen wir einfach mal ab, denn wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch kein Personal, das hier irgendwas herstellt. Da denke ich auch noch dran, aber das Ding ist, wir gucken mal auf den Arbeitsmarkt, der ist bis auf eine Person noch leer. Und jetzt kommt täglich ein Mitarbeiter hinzu. Und da wir noch nicht alle haben, können wir hier noch ein bisschen gucken. Hier auf dem Regal liegen noch Mechanikteile. Die sollen... Ja, wo kommen die denn eigentlich her? Was ist denn mit denen? Die liegen da einfach. Die haben keine Verbindung irgendwo hin. Insofern können wir die auch einfach hier wegnehmen, weil die hier keiner braucht. So, und dann hatten wir noch hier etwas. Da liegen Förderbandteile drauf. Vielleicht brauchen wir die irgendwann. Insofern nehme ich doch jetzt einfach mal das ganze Regal und reiße es ab. Wir brauchen das ja nicht im Regal liegen zu haben. Und hier, das kann ich euch mal sagen, ist genau das gleiche nochmal. Regal mit 50 Förderbandteilen brauchen wir hier direkt nicht. Okay. So, es ist Dienstag. Wir können nochmal jemanden einstellen. Der Arbeitsmarkt hat ja wieder eine neue Kraft hergegeben. Tagtäglich kommt jemand hinzu. Mittwochs auch. Und dann können wir gleich mit der Produktion von Flying Jack anfangen. Die kleinen Viehseiten, die hier eingebaut sind, hatten wir oder haben wir jetzt behoben. Jetzt können wir noch mal gucken, ob irgendwo was nicht passt. Hier haben wir noch die verbesserten Batteriezellen. Gehen wir da noch mal hin. Nehmen die vom Regal. Und dann ist auch alles gut. Jetzt sind wir hier, können noch jemanden einstellen. Müssen wir mal gucken, wie das mit dem Regal funktioniert. Das wird nämlich nicht bedient. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die Person sowieso alles nach hinten abliefert. Okay, hier sind so ein bisschen Materialmangel zu sehen. Zahnräder, Metallstäbe, aber das liegt schon alles hier. Das ist schon eigentlich alles da, nur... Wir haben ein bisschen wenig Transportpersonal. Da stellen wir jetzt einfach direkt mal nur zwei Leute ein, weil wir nicht mehr haben. So, und hier haben wir noch irgendeinen Schmerz. Jetzt geht's weiter. Die ersten Rahmen sind in der Mache. Müssen wir noch kurz warten, bis die da sind. Stellen wir noch eine Person ein, haben wir sechs Leute, das passt auch.
Und wir gucken mal, wann die ersten Flying Jacks hergestellt werden. Wir könnten jetzt mal dahergehen und nochmal ein bisschen Material abliefern, was keiner mehr braucht. So. Hier könnte mal langsam transportiert werden. Ich wäre sehr dankbar, wenn dem so wäre. Und wir gucken derweil mal auf den Markt. 5 Stück müssen wir pro Woche verkaufen. 30 können wir von der Nachfragesituation her. Aber so wie das Ding ausgestattet ist, kriegen wir für den Preis nur 4 verkauft. Das heißt, wenn wir 5 pro Woche wollen, müssen wir mit dem Preis runtergehen. 1% tut es hier schon. Und ihr seht, das habe ich jetzt alles schon mal gemacht, deswegen weiß ich das auch. Und jetzt können wir langsam mal loslegen, denn da kommen die Gehäuse. Ich gebe mal Gas. Wir gucken einfach mal, wie viele der jetzt diese Woche noch hinbekommt. 2 Stück. 3 sind's. Und jetzt fehlen schon wieder Gehäuse. Gut, in der nächsten Woche, jetzt rappelt's, jetzt kriegen wir die 5 hin. Und dann haben wir auch das erste Ziel schon erreicht. Und jetzt haben wir was vergessen hier. Wir betreiben direkt Forschung und erforschen alles, was wir in irgendeiner Weise brauchen. Wir fangen mal hier vorne an. Es soll ja um Kameradrohnen in Zukunft gehen. Und ja, nehmen wir einfach mal den Helligkeitssensor. Das ist das nächste, was hier irgendwie zu erforschen ist. Und das kann ich euch verraten, das ist auch das nächste, was wir brauchen. Deswegen starten wir schon mal durch. Ihr seht, wir haben nämlich relativ viel zu erforschen. Da kommt einiges und je früher wir anfangen, desto besser. Also los geht's. Ups, machen wir mal ein bisschen schneller. Und gucken mal, ob wir die 5 hinbekommen. Und wenn es mehr werden, dann werden wir den Preis senken, damit wir irgendwie Geld machen. Denn finanzielle Polster sind ja bekanntlich nie verkehrt in dem Spiel. Forschung läuft ganz gut, 30% schon. So, es ist Samstag, Sonntag. Gleich machen wir Pause und passen den Preis an. Jetzt. Auf 8 Stück. So, dann gehen wir mal ein bisschen runter. Mal gucken, wo wir landen. Ja, bei 9% Rabatt. Und dann gucken wir mal, was reinkommt. So, da machen wir richtig Kohle. Der Kameradrohnenmarkt wurde erschlossen. Das habt ihr vielleicht gerade gesehen. Und der Dan hat was zu sagen. Gut gemacht, Rookie. Jetzt, wo du dich als vertrauenswürdig erwiesen hast, ist es an der Zeit, dich in die geheime Mission unseres Clubs einzuweihen. Etwas Unerklärliches geht in der Scheune 52 auf dem Bauernhof von Lucky und Marvin vor sich. Ich habe von dort seltsame Funksignale empfangen und nachts kann man blassgrün flackernde Lichter sehen. Mysteriöse Lichter? Wirklich? Harry zweifelt, ne? Das werden wir bald wissen, Neuling, aber zuerst brauchen wir Kameradrohnen. Wir haben Clubmitglieder im ganzen Land, die auf ihre Produkte warten. Es ist an der Zeit, endlich die Mission zu beginnen. Okay, wir sollen was verkaufen. Und zwar, verkaufe mindestens 5 Kameradrohnen pro Woche mit einer Mobilität von mindestens 0,4. Da müssen wir mal gucken. Ohne Sensor keine Kameradrohne. Insofern lassen wir es einfach ein bisschen laufen, forschen mal fertig. Und unser guter, nennen wir das Kind mal beim Namen. Ja, der Jake, der macht jetzt Flying Jack. Das passt ja zusammen. Das wird unsere Lebensversicherung sein. Und das war mein Fehler im ersten Versuch. Ich habe, als die erste Kameradrohne kam, die Flying Jack-Produktion aufgegeben, um mehr Kameradrohnen rauszuhauen. Und was dann passiert, das kann ich euch dann erklären. So, Preis passen wir nochmal. Och, das passt mit 8 Stück. Kann so weiterlaufen. Wunderbar. Und die Forschung ist jetzt fertig. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Interessanterweise sind jetzt die anderen Stufen hier verriegelt. Aber ihr seht, wir können hier trotzdem Dinge auswählen. Und da gucken wir mal, was wir so als nächstes nehmen. Ich würde einfach sagen, wir legen hier mal mit dem nächsten Sensor los. Den können wir aber nicht jetzt erforschen. Der ist wohl Bestandteil der nächsten Quest. Dann gehen wir doch einfach mal, ja, das Fach brauchen wir erstmal nicht hier, den Frachtraum, weil Flying Jack hat ja schon sein Fach.
Womit machen wir weiter? Gehen wir hier auf das nächste Gehäuse. So, Forschung starten, wunderbar. Und wir müssen jetzt einmal ins Produktdesign gehen. Nehmen jetzt eine Kameradrohne, bleiben beim hölzernen Rahmen, den haben wir ja, das ist wunderbar. Und brauchen jetzt Sensoren, die haben wir hier, visuelle Sensoren, Helligkeitssensor. Den klatschen wir mal hier oben hin, das passt wunderbar. Mobilität, gucken wir mal, 06 brauchen wir. Der hier hat 01, der hier hat 02. Hier haben wir 04. Da haben wir 06, mittlerer Schrittantrieb, du bist dabei. Datenübertragung als nächstes. Wir brauchen 04. Und das kann die einfache Mittelwellenfunkverbindung alleine schon. Easy, oder? Rechenleistung, gehen wir in die Schaltungen rein. Und 06, mal gucken. Hier haben wir 02, da haben wir 04, da haben wir 05, hier haben wir 06. Würde aber bedeuten, wir müssen tatsächlich eine 4-Schritte-Produktion aufbauen. Das wird teuer. Wir gucken uns das mal an, was es wird. Wie gut es wird. Und ich denke, wir kriegen natürlich hier auch den Marktanreiz von 5 hin, wenn wir jetzt alles schön machen. Hier verbesserte Batteriezelle, die haben wir schon in der Produktion. Deswegen gehe ich mit der einfach mal rein. Die hat eine Batterielaufzeit von 0,4. Wir brauchen 0,6. Marktanreiz 3,3. Das wäre ein guter Wert. Aber wir müssen in der Tat für den Microcontroller hier eine gute Produktion aufbauen. Ich nehme den mal raus. Wir gucken mal, wie weit wir mit der Logikschaltung einfach kommen. Denn ich muss ja nur 5 Stück pro Woche verkaufen. Das muss gar nicht so kompliziert werden. 2,5 ist ein guter Wert. Damit kriegen wir es hin. Wir nennen das Ding einfach mal die Spannerdrohne. Wunderbar. Schließen wir ab und gucken mal, wie wir das Ding hergestellt bekommen. Das soll mal ein bisschen hier ruhig die Zeit weiterlaufen, das ist okay. Bringt alles nur Geld. Hier haben wir das Ding. Wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teile. Wir haben hier und inklusive Drohne 7 auf dem Regal nur Platz für 6. Das heißt, mit dem Regal kommen wir schon gar nicht weit. Wir machen eine Pause und tauschen das Regal vielleicht gegen ein großes. Mit dem mittleren fangen wir dann gar nicht an. Das große passt hier eigentlich wunderbar dazwischen. Ratet mal, was steht im Weg und ist kein Zeichenbrett? Hier, da haben wir es. Gut, erstmal wieder alle Sachen von Flying Jack auf das Regal geben. Das ist der hölzerne Rahmen. Das ist das kleine Fach. Ja, das war jetzt der mittlere Motor, wo ich es hingezogen habe. Das ist jetzt ja auch echt gut gelaufen. Der muss hier hin. Das war vollkommener Quatsch. So, die kleine Mittelwellenfunkverbindung und schwupps, Flying Jack kann weiter produziert werden. Und jetzt müssen wir gucken, dass natürlich auch die Drohne, da ist sie schon auf dem Tisch, das haben wir schon richtig gemacht. Die geht aber zurück übers Regal in den Ausgang. Wir brauchen noch ein paar andere Dinge dafür. Jetzt brauchen wir die verbesserte Batteriezelle, die soll also nicht mehr in den Verkauf gehen. Die soll nur noch auf das Regal. Wir brauchen Helligkeitssensor, mittleren Schrittantrieb und Logikschaltung. Und da müssen wir irgendwo mit einfach anfangen. Jetzt überlege ich gerade. Wir schaffen doch hier mal ein bisschen Platz. Das braucht doch eigentlich hier hinten nicht sein. Das schieben wir einfach mal hier rüber. So, einfach mal hier rein. Wir haben nämlich, das habe ich jetzt vergessen zu zeigen, machen wir noch schnell neben dem Gebäude hier noch 2 weitere, die wir schon besitzen. Jeweils mit Waren-Ein- und Ausgang. Und hier noch ein ganzes Gebäude, das verkaufen können. So, die 3 watscheln rüber. Analysentische, die kommen gerade mit. Und dann haben wir hier Platz. Dann können wir das Ganze in Ruhe aufbauen. Und fangen an mit den Motoren oder mit den Antrieben. Da brauchen wir 2 Standardwerkbänke.
Machen wir mal hier einen und da einen. Das passt ganz gut hier hin. Der kleine und der mittlere. So. Personal machen wir später. Gibt ein mittleres Regal. Einmal so hier hin. Logistikverbindungen, die wollen wir nicht vergessen. So, der mittlere Schrittantrieb, der geht hier rüber. Und jetzt brauchen wir alles mögliche Zeug. Wir brauchen von hier Mechanikteile. Wir brauchen die Schrauben, also Metallkleinteile. Wir brauchen auch die Zahnräder. Wir brauchen Metall. Das haben wir ja gesehen, kommt vom Wareneingang auf das Verteilerregal. Geht vom Verteilerregal jetzt hier hinten hin. Und wir brauchen Metallstäbe, die kommen von da. Dann haben wir die erste Baugruppe fertig. Da brauchen wir wahrscheinlich gleich noch einen Logistikpunkt. Wir machen aber erstmal alle weiteren Tische. Wir haben gesagt, Logikschaltung, die wird hergestellt an der Elektronikwerkbank. Stellen wir gleich zwei Stück auf. Denn die einfache Schaltung muss ja auch produziert werden im ersten Schritt. Das ist hier und die ist da. Und dann machen wir wieder ein mittleres Regal hin. Oder wir machen jetzt ein großes hin und können alles irgendwie da dran schütteln. Machen wir das, aber dann sind die Wege lang. Ach, wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal nach dem Helligkeitssensor. Wo wird denn der hergestellt? Hier nicht. An der Elektronikwerkbank vielleicht. Ja. Okay, und dann gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Und ich hätte das jetzt gerne hier hingestellt. Das geht so direkt nicht. Machen wir das mal so. Und so. Und dann passt noch eine daneben. Ohne, dass wir Platz verschwenden. So, und was braucht der? Beschichtetes Glas vom Chemietisch. Und der braucht chemisches Gemisch, auch vom Chemietisch. So. Macht keinen Sinn, den Tisch so hinzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er passt aber jetzt auch wieder nicht. Also macht es keinen Sinn, da verlieren wir Platz. Das ist so nicht gut. Okay. Eigentlich auch egal. Darauf kommt es jetzt nicht so richtig an. Jetzt haben wir das Problem, dass das, egal wie man es dreht und wendet, nicht so richtig toll passt. Aber ich glaube, das ist die beste Position. So, hier. Wir schieben es doch ein Stück nach vorne. Ach, ist nicht so wichtig. Chemisches Gemisch. Und jetzt geht's los. Okay, und zwei Produkte, die gehen jetzt noch nach vorne. Der Helligkeitssensor einerseits und die Logikschaltung andererseits. Wir brauchen Leiterplatten, die werden hier hergestellt, gehen auf das Regal, gehen auf das Verteilerregal und kommen von hier nach da. Ebenso die Elektronikteile, die Chemikalien und die Plastikteile. Wir müssen noch Glas wohl einkaufen. Ich glaube nicht, dass es das schon gibt. Nein, machen wir gerade. Das verteilen wir auch über dieses Regal. Und geht von hier nach da. Und dann können wir alles mit Personal bestücken. Wunderbar. Wo fangen wir an? Ist wurscht? Ach nee, ist nicht wurscht. Am Logistikpunkt, den wir noch nicht haben. Da fangen wir an. Hier. Und dann können die Mitarbeiter, die da arbeiten, schon mal anfangen umzuverteilen. So, mal gucken, wie viele wir hier haben schon. Schrittantriebe sind schon mal sicher. Einfache Schaltung und Logikschaltung vermutlich auch. Ja. Dann machen wir erstmal chemisches Gemisch. Beschichtetes Glas. Helligkeitssensor, alles da. Und unsere neue Drohne. Schaut gut aus, oder? Keine Warnungen, keine großen Fehler. Gucken wir mal, was passiert. Hier wird fleißig geschafft.
Alle Tische besetzt, wunderbar. So, Flying Jack haben wir. 6 Stück mehr werden es nicht. Dann gehen wir mit dem Preis ein bisschen hoch. Ach, mal so auf im Mittel 7, denke ich. Das müsste klappen. Die Woche mal weniger, die nächste Woche mal mehr. Es dürfte hinkommen. Und wenn sich's aufstaut, dann ist es auch nicht schlimm. Dann senken wir irgendwann den Preis halt ein bisschen. So, einfach mal beschleunigen, gucken, was hier so passiert. Es fehlen Gehäuse. Können wir da irgendwas machen? Tisch, Arbeitsplätze aufrüsten? Nö. Die Gehäuse, die wir haben, die müssen jetzt natürlich für beide Produkte ausreichen. Das ist natürlich auch der Punkt. So, was haben wir jetzt? Haben wir wieder die 7. Das passt also gut. Wir haben noch keine unserer 9. Die liegen hier. Das kriege ich aber auch jetzt nicht mehr hin. Auch nicht mehr im Sprint. Nee, ne? Also, wir haben hier offensichtlich zu wenig Mitarbeiter, die uns die Drohnen abholen. Das Regal steht schon im richtigen Bereich. Das passt soweit. Gehäuse haben wir in der Tat irgendwie einen Mangel. Wenn wir mit Flying Jack Geld verdienen wollen und hier auch unsere neuen Drohnen basteln wollen. Wir gucken mal, wie viele wir hier pro Woche hinbekommen. So, 0,27 Tage, wenn man mal so, im Kopf von 2 pro Tag ausgehen, dann sind das so 14 pro Woche. Das sollte eigentlich reichen für 5 plus 7. Eigentlich kein Problem. Aha. Die einfache Mittelwellenfunkverbindung ist hier ein bisschen das Thema. Sehen wir auch hier. Das heißt, das Gehäuse ist nicht das Problem. Wir ändern hier das Setting mal ein bisschen, damit wir noch einen dritten Tisch hinbekommen. Eine Elektronikwerkbank wäre das. Die ist hier. So, auch hier. Einfache Mittelwellenfunkverbindung. Bisschen Logistik dran. Und dann kann es weitergehen. Jetzt sind die Gehäuse wieder knapp. Einmal Pause, dann gucken wir nach dem Preis. Flying Jack können wir jetzt ein bisschen teurer machen. Zum vollen Preis sogar verkaufen, ne? Achso, und was ist jetzt mit unserer neuen Drohne? Vorsicht, Kameradrohne hier. Haben es auch 4 pro Woche, 5 müssen wir aber. Also gehen wir mit dem Preis auch hier runter. Aber da liegen jetzt nur 4 im Ausgang. Das ist jetzt einfach mal Pech. Verkaufen wir die jetzt als Einführungsangebot ein bisschen billiger. Hier würde die 5. liegen. An die komme ich aber nicht mehr ran. Pech. So, Geld haben wir trotzdem gemacht, das ist in Ordnung. Und wir schauen mal, was jetzt noch knapp wird, ob noch irgendwas knapp wird. Oder ob die beiden jetzt einfach mal in Ruhe produzieren können, eine Woche lang. So, das geht ganz gut. Gehäuse sind so ein bisschen das Thema. Stellen wir nochmal eine zweite Standardwerkbank für Gehäuse auf. Einfach hier mitten in den Weg, damit die Person nicht so weit hat. Wir können uns jetzt nochmal die neue Produktionsstatistik anschauen, die mit dem Update 065 gekommen ist. Ich weiß gerade nicht, ob ich schon erklärt habe, aber wir haben jetzt hier Filter. Wir können nach Endprodukten, Modulen und so weiter filtern hier oben, ne? Und wir sehen jetzt zum Beispiel hier unsere schönen Drohnen. Das kennen wir ja. Maximum 6 haben wir Kapazität zur Herstellung. 3 schaffen wir pro Woche. Und wir können jetzt hier weiter filtern und können uns hier die Produkte anzeigen lassen oder die Module, die hierfür verwendet werden, die da reinkommen. Und das Ganze geht auch in die andere Richtung, wenn wir sagen, wir nehmen uns den Helligkeitssensor raus und gucken, wo geht der überall rein.
hat jetzt gerade nicht gut funktioniert. Oder irgendwie doch? Doch, da ist er. Helligkeitssensor geht in diese Drohne rein. Das Mechanikteil zum Beispiel. Hier funktioniert es noch nicht so richtig gut. Ist noch alles Early Access. Wir gucken mal, ob es bei den Rohstoffen geht. Chemikalien, ja. Und zwar in die Dinge, die wir hier in der Produktion haben. Also Mechanikteil war gerade nicht das beste Beispiel. Da wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen korrigiert werden müssen. Metallrahmen, da passt es auch nicht. Beim veredelten Holz passt es auch nicht. Also bei den grün hinterlegten Sachen ist es noch nicht so ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, Early Access, das ist alles nicht schlimm. Das wird mit Sicherheit alles noch korrigiert. Okay. Wir wollten gucken. Wonach wollten wir gucken? Ich hab's ganz vergessen in der ganzen Laberei. Guck mal, ich habe auch noch Zeug im Inventar. Wonach wollte ich denn gucken? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich, wie viele... Ich hab echt vergessen, um Gottes Willen. Man wird ja auch nicht jünger. Machen wir mal so. Da haben wir es. Hölzerner Roboter Gehäuserahmen. Ich habe in der letzten Woche 6 produziert. 17 sind Maximum gewesen. Also es sind jetzt Maximum mit den 2 Tischen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. 17 Maximum wären es gewesen mit dem einen Tisch. Das passt ja. 14 habe ich ja hochgerechnet so. Inklusive Verluste. 17 wären gegangen. Müsste mir eigentlich reichen für 5 plus 7. Aber irgendwie... Gibt es ja noch andere Engpässe. Müssen wir nochmal beobachten. Wir machen jetzt kurz weiter. Lassen hier aber fröhlich jetzt an 2 Tischen die Rahmen herstellen. Dann sollten wir da zumindest kein Problem haben. So, letzte Woche hier. Schwupps. Es hat nicht ganz gereicht. Da liegt die 5. Na gut, aber wir hatten ja Rahmenengpass. Also gucken wir uns das jetzt eine Woche noch an. Lieferdrohnenmarkt ist in die nächste Phase gegangen. Es hat noch gereicht. Scheinbar hat noch jemand abgeliefert. Ja, wunderbar. Aber wirklich knapp. Na gut, nehmen wir es jetzt so hin. Ich habe das so gerade gar nicht gesehen und gerafft. Ist aber alles gut. Deine letzten Kameradrohnen waren brillant. Unsere Clubmitglieder konnten sehr interessantes Filmmaterial erzeugen. Sehen wir es uns jetzt an. Keine gute Idee, nein. Ist das die Scheune? Und ist das Marvin, der in seiner Unterwäsche Yoga praktiziert? Das entspricht nicht ganz dem, was wir uns vorgestellt hatten. Eieiei, diese Mission scheint ja ziemlich heikel zu sein. Nun, die schlechte Nachricht ist, dass alle Drohnen, die wir losgeschickt haben, während dieser Mission verschwunden sind. Aber die gute Nachricht ist, dass wir den Täter anhand des Filmmaterials finden können. Wenn wir einen Blick auf die letzte Übertragung werfen, sehe ich einen sehr verärgerten Marvin, der mit einem Besen vorrückt. Gut gemacht, Marvin. Ich glaube, sie meint den Dan, oder? Kann das sein? Deine nächste Drohnengruppe muss sehr viel leiser sein. Die nächste Mission muss unentdeckt bleiben, also weg mit den Bremskeilen, Rookie. Der Feind schläft nie. Dieser Typ hat ja echt einen Auftrag, das ist sicher. Um dieser neuen Anforderung gerecht zu werden, öffne das Zeichenbrett und schau dir den Abschnitt Merkmale und Nachteile genau an. Es gibt dafür ein spezielles Kapitel im Unternehmerhandbuch, falls Sie Ihr Wissen ein wenig auffrischen müssen. Jetzt werde ich wieder gesiezt, Carrie. Sowas aber auch. Okay, wir gucken kurz rein. Ich weiß aber nicht genau, welches sie uns hier zeigen möchte. Wahrscheinlich Produktion. Da sehe ich jetzt keinen wirklichen Hinweis auf das, was sie meinen könnte. Produktentwurf. Nö. Danke, Carrie, für den Tipp. Wir gucken uns das ganz kurz nochmal, wie sie gesagt hat, am Zeichenbrett an. Wir gehen nochmal auf unsere letzte Drohne. Und hier haben wir es. Nachteile mit Auswirkungen. Das kennen wir ja schon. Wir hatten damit bisher aber nie Probleme. Aber unsere Kameradrohne hat jetzt zu viel Abwärme. Und deswegen ist der Marktanreiz, weil die Anforderung hier ganz wichtig geworden ist, direkt auf minus 0,4 gegangen. Wir haben aber jetzt hier den Hinweis, dass das geändert werden kann durch verschiedene Bauteile. Zum Beispiel ein kleines Gehäuse, einen kleinen Gehäuserahmen
kleinen Luftkühler, Passivkühler und einen großen Luftkühler. Und die können wir jetzt erforschen. Und das wäre vielleicht der nächste Schritt, bevor wir mit diesem Rahmen weitermachen. So, gab es die vorhin schon oder habe ich das einfach nicht gesehen? Aber es geht jetzt gar nicht um die Kühlung. Die gute Carrie hat ja gesagt, es geht, oder der Dan hat gesagt, es geht um die Lautstärke. Und da haben wir hier diesen akustischen Ester-Schaumstoff. Der kann, gucken wir uns das an, Lärmerzeugung minus 0,6. Bauen wir den also ein, wird pro Ester-Schaumstoff hier dieser Wert um 0,6 gesenkt. Also erforschen wir das Ding jetzt. Das ist jetzt das Wichtigste, das muss laufen. Vorher brauchen wir kein neues Design machen und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und es wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, euer Matze.